Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Miss Sleepless. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt alle gut geschlafen. Heute geht's um das Thema, was kann ich gegen meine Ängste, Sorgen und kreisende Gedanken machen? Am Beispiel von Covid-19 zeige ich euch drei Schritte, wie ihr zur Lösung kommt, dass euer Gedankenkarussell im Kopf endlich mal aufhört und zur Ruhe kommt und ihr dann auch schön schlafen könnt und euch den Tag oder die Nacht besser und ruhiger gestalten könnt. So, im Hintergrund seht ihr die Rialto-Brücke in Venedig. Das ist hier ein Livestream. Es ist jetzt hier auch so knapp 20 vor 8 in Venedig. Wie ihr seht, es ist dunkel. Es fahren noch der ein oder andere Vaporetto fährt noch und ein paar Menschen laufen ab und an noch über die Rialto-Brücke. Aber ansonsten seht ihr ja, dass in Italien das öffentliche Leben eigentlich total zum Erliegen gekommen ist. Diese Situation bereitet vielen von uns Angst, weil wir uns natürlich auch überlegen, was passiert, wenn diese Situation auch in Deutschland ankommen wird oder ja, ankommt. Ich habe Mails gekriegt, dass ihr mich fragt, so, ja, was denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt mit meinen Ängsten umgehen und was soll ich jetzt genau machen? Daher habe ich mir überlegt, ich sage euch jetzt nochmal drei Schritte, wie ihr an so Probleme rangeht. Ihr habt ja schon in meinen anderen Videos gesehen, dass ich euch immer wieder empfehle, informiert euch gut und versucht euer Problem am besten immer zu Papier zu bringen. Also das Wichtigste ist, ihr sollt euch effektiv Sorgen machen und nicht uneffektiv. Was meine ich damit? Wenn ihr jetzt euch ständig Gedanken macht, oh, was ist, wenn ich krank werde? Oder ihr macht euch jetzt zum Beispiel Gedanken über eure Familie, noch nicht mal über euch selbst. Ihr sagt, was passiert, wenn mein Partner krank wird, wenn mein Kind krank wird, was mache ich dann und dann und dann? Und diese Gedanken beschäftigen euch den ganzen Tag. So wie andere Leute sich, sag ich mal, mit anderen, vielleicht mit Existenzängsten jetzt zu kämpfen haben. Was mache ich, wenn der Auftrag wegfällt? Wie kann ich das und das bezahlen? Die Gedanken beschäftigen euch den ganzen Tag und natürlich, wenn ihr dann abends schlafen wollt, natürlich vorm Einschlafen. Und dann wird das natürlich mit dem Einschlafen sowieso nichts. So, jetzt gebe ich euch mal oder zeige euch die Möglichkeit, wie ihr in drei Schritten zu einer Lösung kommt, dass ihr zumindest das Gedankenkarussell bei euch im Kopf endlich unterbrechen könnt und geistig auch mal zur Ruhe kommt. Also, wenn ihr wirklich jetzt den ganzen Tag überlegt, was ist wenn oder was wäre wenn? Im Beispiel jetzt hier mit der Corona-Krise, was ist, wenn mein Partner krank wird? Oder was ist, wenn meine Großeltern keinen finden, der für sie einkauft? Oder meine Eltern? Dann versucht euch jetzt aus diesem Gedankenkarussell, was wäre, wenn, zu lösen, weil das uneffektiv ist. Ihr habt ja im Prinzip nur zwei Optionen. Also entweder ihr beschäftigt euch den ganzen Tag mit dieser Gedankenschleife, was wäre, wenn, oder was ist, wenn das und das eintritt. Was passiert denn dabei? Habt ihr euch denn schon mal überlegt, wenn oder gesehen, was ist, wenn ihr den ganzen Tag über solche Probleme rumgrübelt? Ihr macht euch nur noch mehr Sorgen, eure Ängste werden nur noch mehr, ihr setzt euch sowieso schon unter Stress und Stress ist jetzt in der heutigen Zeit noch schlechter als sonst, weil wenn ihr euch ständig unter Stress befeuert, wird eure Immunabwehr auch herabgesetzt. Also das bringt alles nichts, es ist uneffektiv. Die zweite Option, die ich euch jetzt nennen möchte, ist, macht euch effektiv Sorgen. Das heißt, bewegt euch ganz bewusst in die Situation und fragt euch ganz bewusst, was ist mein Problem? So, das ist die Frage, die euch nur beschäftigen soll. Was ist der Vorteil jetzt davon? Ihr beschäftigt euch mit dem Thema, gedanklich spielt ihr das komplett durch. Dann überlegt euch, wie könnt ihr das umsetzen? Welche Lösung könnte es geben? Und ihr schreibt das alles wirklich nieder. Nehmt euch am besten ein großes Blatt Papier, ruhig DIN A4, und schreibt das nieder. Der Vorteil ist einfach, die kreisenden Gedanken hören auf. Ihr bekommt den Kopf frei für die wichtigen Dinge und ihr konzentriert euch wirklich auf die Lösung, auf die Veränderung, was ihr dagegen tun könnt. Also, Frage Nummer 1, die ihr euch stellt. Schreibt es ganz oben rauf und macht ein Fragezeichen dahinter und unterstreicht euch das Ganze. Frage 1 ist, was ist mein Problem? Im Fall jetzt von Covid-19 wäre es jetzt, ich mache mir Sorgen, dass ja, meine Großeltern niemanden zum Einkaufen finden.
Seid ihr jetzt momentan Schüler? Steht vielleicht kurz vorm Abitur? Fragt euch, wann findet meine Mathe-Klausur statt? So, dann schreibt euch das Problem auf und formuliert jetzt bei der zweiten Frage, was kann ich tun? Nicht, was muss ich tun? Nicht, was soll ich tun? Sondern, was kann ich tun? Das ist absichtlich positiv formuliert. Und jetzt schreibt ihr wirklich alles auf, was euch einfällt. Und wirklich, das wird jetzt wahrscheinlich auch eine lange Liste werden. Schreibt es auf, rattert es einfach wirklich runter, wie es euch gerade so in den Kopf kommt. Wenn ihr damit fertig seid, kommt zu der dritten Frage. Was werde ich tun? Und jetzt ganz wichtig, gleich hinterher schieben, wann werde ich es tun? Jetzt nehmt ihr euch eure Liste von der zweiten Frage und sucht euch jetzt explizit die Dinge raus, die euch helfen können, jetzt zur Lösung zu kommen. Also in dem Falle, wenn ihr euch jetzt, wenn euer Problem ist, ihr macht euch Sorgen, dass eure Großeltern niemanden zum Einkaufen haben, habt ihr vielleicht aufgelistet, diese Woche werde ich zum ihnen helfen beim Einkaufen zu fahren oder für sie einzukaufen. Dann schreibt genau auf, wann das ist. Ist es der Dienstag, ist es der Mittwoch, der Donnerstag? Schreibt den Wochentag auf oder meinetwegen auch die Uhrzeit. Somit versucht ihr das bei dem Problem, habt ihr ja schon eine mögliche Lösung gefunden und es mit dem Datum auch wirklich zu fixieren. Dann kann es aber auch sein, wenn ihr feststellt, bei den ganzen Möglichkeiten, was ihr tun könnt, ihr könnt vielleicht gar nichts tun. Das heißt, ihr müsst euch mit der Situation abfinden. Entschuldigung, im Falle von Covid-19. Der Virus ist da, wir können ihn nicht leugnen. Er ist nun mal da, wir können es nicht ändern, dass er nicht da ist. Also müsst ihr euch erstmal mit dieser Situation abfinden. Dann kommt jetzt aber dieses Aber. Ihr müsst euch jetzt, heute, jetzt in dieser Stunde damit abfinden, dass es da ist. Aber ihr könnt euch schon mal hinschreiben, was könnt ihr tun, damit ihr euch persönlich besser fühlt. Im Falle jetzt von euren Großeltern oder Eltern, die nicht einkaufen können. Ihr könnt jetzt gerade nichts für sie tun. Ihr könnt nicht für sie einkaufen gehen, weil ihr nicht da seid oder weil ihr vielleicht nicht hinkommt, aufgrund von Entfernung oder sonst was. Aber ihr könnt zum Beispiel übermorgen hinfahren und ihnen was zu essen kaufen und euch überzeugen, ob es ihnen auch gut geht. Das wäre jetzt eine Lösung. Somit habt ihr euch auf einem Blatt Papier mit der ersten Frage das Problem geschildert, mit der zweiten mögliche Lösungen. Ihr sucht euch natürlich auch nur die Lösung auf, die ihr auch natürlich wirklich angehen könnt. Und mit der dritten Frage fokussiert ihr euch schon auf die Lösung und wann ihr dieses Problem löst. Somit schlagt ihr jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ihr könnt jetzt nur nicht geistig das Problem abhaken, sondern ihr könnt es auch wirklich auf dem Papier abhaken. Und somit bringt ihr euren Geist jetzt einfach mal zur Ruhe, zu sagen, jawohl, hier oben ist das Problem, ich habe es verstanden, ich habe es fokussiert und hier unten ist aber auch meine Lösung, was ich persönlich dafür tun kann. Und ihr werdet merken, auch wenn ihr das, sag ich mal, jetzt gerade vom Einschlafen macht, ihr könnt es auch mal sonst versuchen, jeden Abend vom Einschlafen, wenn ihr merkt, jeden Abend kreisen meine Gedanken um Problem XY, kommende Klausur oder Existenzängste, versucht die euch wirklich aufzuschreiben. Und dann auch abzuhaken und am besten das Papier falten und wegschließen oder wegtun und euch dann schlafen zu legen. Und ihr werdet sehen, das Gedankenkarussell beruhigt sich. Wenn das vielleicht nicht gleich beim ersten Mal klappt, geht ihr wieder, fangt ihr wieder mit der Frage Nummer 1 an und geht das Problem einfach nochmal durch. Vielleicht gibt es einen anderen Lösungsansatz. Oder wenn ihr merkt, die Angst steigt in euch hoch, versucht mit Meditation oder Atemübungen euch ganz speziell auf euch, auf euer Innerstes zu fokussieren und einfach mal die Gedanken auch ruhig also kommen lassen, aber auch wieder gehen lassen. Und durch das Gehen lassen könnt ihr die natürlich aufs Papier schreiben und sie mit wirklich niederlegen und ablegen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich ganz doll über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe, euch geht's gut. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis bald, eure Miss Liebles.